Gegeben ist eine Kurve durch die Angabe der beiden Koordinatenfunktionen für x und y. Beide dieser Koordinaten hängen von einem Parameter t ab. Wir verwenden den Befehl Kurve. Die x-Koordinate, abhängig von t, ist durch 1 plus t mal Cosinus von t gegeben. Die y-Koordinate von 1 plus t mal Sinus von t. Der Parameter t variiert dabei von 0 bis 10. Wir erhalten eine Spirale. Es ist nun zu zeigen, dass der Abstand der Punkte auf der Spirale vom Ursprung durch eine einfache Beziehung, ja sogar durch einen linearen Ausdruck gegeben ist. Dazu berechnen wir im CRS den Absolutbetrag der Kurve a von t. Und wir erhalten den linearen Ausdruck t plus 1, wobei die Betragsstriche wegbleiben könnten, da ja der Parameter t größer gleich 0 ist. Um diese Funktion darzustellen, geben wir eine Funktion abhängig von t an. Wir definieren sie als für positive Werte definiert, also wenn t größer gleich 0 ist, dann soll sie durch den Ausdruck, der hier in der Zeile 1 berechnet wurde, dargestellt werden. Und wir erhalten in der Tat eine lineare Funktion.